Hau. Übrigens, schöne Kunst zieht schöne Frauen an. Du bist so schön wie meine Bilder. Herrschende Klasse, geschmackssicher. Einrichtung, Bedürfnis, beeindrucken, persönliche Monumente, bedeutende Orange, Paläste, originell, stilvoll, großspurig, Interieur, Macht, Balance. Arbeiten, goldene, bedeutende, anerkannten Wert, Reichtum zeigen, Mythos, Ruhmestag, Look, Kapital, Staatsmann, Präsident, Arbeitszimmer, Luxusgüter, Industriekapital. Empfehlen, erfolgreich, glücklich, bester, sammeln, Investition, Glück, selten, bemerkenswert, ist, dankbar, Neugier, Begeisterung, Vorfreude, Wunsch, Glaube, Erwartung ist, gemeinsam, Spannung, fantastisch, einzigartig, Ausnahmekünstler, besten seiner Generation, Farben, euphorisch, Erlebnis, selbstbewusst, Ikone, signifikant, freundlich, mehrdeutig, elitär, Anspruch, komplimentieren, ergänzt, vollendet, Erfüllung, distinguiert, gut fühlen, wir sind gut, lachen, freundlich, Tat, Gelegenheit, Möglichkeit. Die 6 Erfolgserlebnisse. Ja, das sind also einige Wörter. Tja, Kunst und Vermarktung, Kunst, bla bla bla. Was ist Kunst? Die Orange umgefallen ist. Also, was ist Kunst? Was ist kurz für mich? Das verrate ich euch nicht, weil ich bin viel geheimnisvoller und magischer, wenn ihr euch eure eigenen Gedanken macht zu meinen tollen, fantastischen, nagelneuen Werken. Wenn ich jetzt euch erzähle, dass die das wird so krass aus, wie ihr Kunst macht und bam und dies und das. Ja, allerdings seid ihr ja zu eurer Kohle auch gekommen, weil ihr auch diese ganzen Spielchen könnt und dies und das und bla und macht und muss ich an die Sammler denken, die ich denen sage, ja, und das trinken und euch hinsetzen und dann irgendwie so, nee, grinsen, lachen, wir wollen gleich sehen. Nach dem Motto, ja, kennen wir das ganze Spiel, kennen wir alles, wir wollen gleich die Arbeiten sehen, was kostet das, zack, zack, ganz lässig. Bin ich ganz früher nicht mit klar gekommen, weil ich aus einem Elternhaus komme von naja, schwierig, so und so. Wobei, nee, eigentlich so von wegen machen halt nicht. Weiß ich nicht. Jedenfalls, das ist eigentlich am angenehmsten, den anderen Arten was zu erzählen oder dieses ganz Lässige. Ich hoffe, dass ihr meine Arbeiten auch als lässig gemalt interpretiert. Zumindest habe ich mich dabei so empfunden, als ich sie gemalt habe. Und musste gerade an einen anderen Kumpel denken, der sich mit neuen NLP beschäftigt und bla. Und dass wir noch rückblicken, dass das irgendwie für 2, 3 Jahre auf der einen Seite total positiv, auf der anderen Seite, der versucht mich da auch so zu manipulieren. Da dachte ich mir so, hey, im Nachhinein so, ich habe mich da einfach nur nicht mehr so gut gefühlt. Und das ist eigentlich alles, brauchen wir eigentlich alles gar nicht so. Also mit anderen Worten, umgibt euch eigentlich nur mit Leuten, die gut drauf sind, die erfolgreich sind, die. Weil die Menschen können nur so viel gönnen. Und
den anderen wertschätzen, wie sie sich selber wertschätzen. Und wenn man schon sehr viel erreicht hat im Leben oder einfach in gute Verhältnisse reingeboren worden ist oder einen guten Start hatte oder was draus gemacht hat oder was auch immer, dann so viel kann man halt auch den anderen wertschätzen. Und wenn man selber schon sehr viel gemacht hat und das dann rauslässt, so, ja, dann kommen da viele Leute nicht mehr klar. Deswegen ist das altbekannte Spiel, für mich ist das ja alles nur ein großes Spiel. Nennt es doch, wie ihr wollt. Ihr könnt es in dem Moment Kunst nennen oder in irgendeiner Form in meinem Arbeiten einen Titel geben, wenn ihr sie gekauft habt. Dann könnt ihr das Genre für euch festlegen. Alle Leute vorher sollten sich einer Meinung darüber entziehen, weil das ist eine Sache zwischen mir und den Leuten, die sich die Bilder hier holen. Und naja, okay, die Leute, denen die Bilder gefallen, die können natürlich auch irgendwie was Positives sagen. Dann in Zweifelsfall mit der Kunst, also oder offiziell, hey, also ganz lässig, easy. Und wer sich mit mir befreunden möchte, freue ich mich natürlich gerne mit neuen Leuten an. Bitte Verständnis dafür. Ich mache das ja schon seit 20 Jahren, alle, nicht wegen Sieg anfreunden, bla und so. Da könnt ihr es gerne nur anfreunden, aber ich habe eigentlich nur Zeit für Leute, die meine Bilder kaufen. Ganz lässige Art. Mit denen können wir auch gemeinsam was aufziehen, wenn sie passen und cool sind. Ganz wichtig. Also, ihr seid ja per se cool, wenn ihr meine Sachen euch geholt habt, weil ich meine, hallo, soll ich jetzt hier rumlügen oder was? Also, ich meine, könnt ihr euch ja denken. Naja, und die andere Sache ist, oder man ihr sagt gleich so, ey, wir machen irgendwas, aber das wollte ich eigentlich schon. Also, ich bin ein bisschen auch versaut, das war schon mal ein Webmaster damals. Ein Kumpel von mir, der früher meine Seite programmiert hat, ganz früh in den 90ern, der hat die Seite programmiert und sie mir dann geschickt. So. Also ich habe gar nicht so, da bin ich so ein bisschen versaut durch. Oder wenn einem so alles schon so gereicht wird, dann, dann ist man daran gewöhnt, dass es einem sehr, sehr leicht gemacht wird. Und blöderweise ist meine Zielgruppe, sind Leute, denen es halt auch so leicht gemacht wird und ich bin ja auch so. Und naja, wie finden sich dann die Königskinder? Also, von daher, jetzt habe ich schon wieder ganz viel erzählt. Ich sitze jetzt gerade in einem meiner Showroom, in einem Showroom von 20 Showrooms hier in ihrem Gebäude, was mir zur Verfügung steht und wo ich mich dran austobe und entfalte. Und unter mir ist eine Wir-Arbeit. Jetzt um das Thema Wir. Ich habe ja diese Ich-Bilder. Ego-Tempel oder Fluxus-Selbstverherrlichungszentrum, ne? Also früher meine Sieg-Styles, mache ich ja immer noch, aber dann halt so diesen Ich-Bildern, das ist dann schon so dasselbe Gefühl, halt, aber so leicht auch übertragbar auf andere, die ganz klar und ehrlich so von sich überzeugt sind, das auch gerne zeigen. Und das auszugleichen, habe ich dann mal ein paar Wir-Arbeiten gemacht. Einfach, weil also nur alleine sein ist halt auch scheiße, so deswegen, wenn man auch mit anderen Menschen sich verknüpft und so. Und, die Arbeit da ist halt, the best feeling heißt die Arbeit. Das ist im Prinzip das beste und schönste Gefühl, was so fast so schön und so gut ist. Also, naja, und was wollte ich denn eigentlich erzählen? Was kann ich euch dann erzählen? So, Kunst, Wertigkeit, Renommee, ob ich hier sammle, wie der Jürgen Becker hier war, habe ich schon erzählt, wie der Christa Lindner, die ich mit dem zusammengearbeitet habe, mit dem ich angefragt hatte damals und mir meine Mails immer geschickt hat, habe ich auch schon erzählt. Von Podolski erzählt, hat auch eine Lehrmann von mir. Fußballer hier. Witzigerweise ist er, nachdem er meine Lehrmann hat, irgendwann zu Chelsea gegangen. Und ich wette mit euch, das hat was mit dem Bild zu tun. Von wegen Sieg, da steht das Wort Sieg, Chelsea, C und K, 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 FC, Köln, Cologne, FC, das hat auf jeden Fall Gründe so. Also ein anderer Sammler von mir hat Arbeiten von mir geholt, diese meine kleinen A's, diese Kugelform mit diesem Phallus nach oben rechts. So diese Raumschiffssoldaten, also so eine rote Lange, ein Masterplan, die habe ich ein, zwei Mal gemacht und danach eine Indoor-Golfhalle aufgezogen. So. Jahre später habe ich das dann erfahren. So. Und das sieht ja auch aus wie ein Golfball und oben eine Längsform von oben und so, und dieser Blick von oben nach unten. Also es gibt immer Verknüpfungen.
bei der Roten, damit musste ich dann denken, ich war mal bei dem Besitzer von Gaffel zu Hause eingeladen, nachdem der FC aufgestiegen war oder irgendwas, da war im Stadion eine Veranstaltung, haben wir uns gemeinsam mit dem angeguckt, dann sind wir dann halt zu Fuß rüber in sein Haus, da wurde halt auch da direkt in der Ecke, kann quasi zu Fuß ins Rhein-Energie-Stadion gehen. Ja, und der hat halt auch so eine Arbeit gehabt mit diesen kleinen, so kleinen Figuren. Ich habe damals gerade sehr von den Chapman-Brüder, diese KZ-Soldaten, diese Ensembles macht. Aber das war dann von einer Künstler, war noch, ich habe mich mit Mütter ins Fettnäpfchen getreten, weil ich da keine Ahnung von hatte, aber gut. Und so habe ich das jetzt erzählt, das kann man noch erzählen, so ein Hütchen aus Stöckchen gekommen. Ja. Ja, also. Kunst ist es dann, wenn ihr es mit eurem Geld gewertschätzt habt. Wenn es bei euch ist, von hier, vom Ort, wo es entsteht, vom Environment, vom Künstler-Environment, in euer Environment, bei euch zu Hause findet es statt. Und dann ist es Kunst. Ja, und dann ist es noch mehr Kunst, wenn ihr nochmal rüberkommt. Dann fahren wir gemeinsam nach Moritz, haben ein paar von meinen Arbeiten im Gepäck und zeigen die dann mal den Russen, connecten uns mit denen. Ja, dann ist es noch mehr Kunst. Ja, dann ist es Kunst. Und also connectet euch nur mit glücklichen Leuten, die gut drauf sind, die lustig sind, die vom Glück verwöhnt sind, machen oder chillen, aber gut drauf sind und bis nach vorne geht, die erfolgreich sind. Das ist ganz wichtig. Ansonsten, ja, ich werde jetzt gleich noch was malen. Ich habe heute schon, ich habe mit Personal-Training angefangen. Ich habe heute schon anderthalb Stunden lang trainiert. Eine Stunde Treppe am Stadion rauf und runter und danach eine halbe Stunde TX-Training am Fußballtor. Und ja, übermorgen werde ich wieder Personal-Training machen. Morgen werde ich schwimmen. Auch wieder eine Stunde, vielleicht zwei Stunden. Turmspringen ist auch super geil. Ich habe es total aufgedreht. Und muss mich mal runterbringen, muss ich mit Braun-Weiß muss ich dann zeichnen, ein Skizzenbuch, um so ein bisschen runterzukommen danach, um wieder auf so einer, um klarzukommen, dass ich auch wieder weitermachen kann. Und ja, ich hoffe, ihr findet meinen neuen Style gut. Ein bisschen lässiger, ein bisschen mit dem Leben und der Gesellschaft angekommen. Ja, ich werde bald über deine Seite scheitern haben. Ja, und jetzt hier schon 11 Minuten. Und von daher, ja, jetzt bis 50 Minuten hochfahren. Grande, 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 grande.